Willkommen zum letzten Tag mit Alistair Dracos Dogmatica in Vogue Deck. Im letzten Part haben wir das Extra-Deck angepasst und im Main-Deck 4 Karten geändert. Aber die können Unterschied machen. Spielen gegen Lolliet 1-1-2-2. Ich habe gerade definitiv nicht geschlagene 20 Sekunden auf die Starthand geguckt und mich gewundert, dass mir die verdammt bekannt vorkommt, bis mir aufgefallen ist, dass ich auf das pausierte Video gucke und nicht auf das Ding. Das ist gerade definitiv nicht passiert. Na, das ist ja gut, wenn es nicht passiert ist. Ja, ja, weil das wäre ja sonst auch höllenpeinlich. Auch schon, dass wir dreimal den Tuner auf der Hand haben. Das ist ja richtiges für Haya, holy crap! Mhm. Also Thrust ist auf jeden Fall mal live. Also gehe ich mal stark davon aus, dass es in unserem Zug live werden wird, sag es mal so. Ja, das Problem ist... Das Problem ist, dass der jetzt da durchziehen kann. Das heißt, der zieht mal in unserem Zug mindestens 3 Karten. Ja, das ist richtig. Das ist genau das hier, ist übrigens der Grund, warum Furhaya so ein bisschen schwierig ist. Wenn das Ding hier geasht wird, hast du ein Problem. Aber wir haben die Ash nicht gezogen, also... Ja. Ja. Kein ich Stress für ihn. Ich wollte es nur erwähnt haben. Dann mal schauen, ob unser Top-Deck das zumindest ein bisschen fixen kann. Wir müssten, Frage übrigens mal so in die Runde. Wärt ihr daran interessiert, mal eventuell Edison-Content zu sehen? Ich weiß nicht, ob es den auf Omega gibt. Dueling Book hat ja jetzt gerade erst eine Edison-Ranked-Ladder eingeführt. Aber das ist halt Dueling Book. Wenn ihr daran interessiert wäret, gerne mal in die Kommentare, weil ich mag persönlich Edison eigentlich ganz gerne. Es ist Sprite für Hire. Und ja, würde mich mal interessieren. Ja, es ist dann die Sprite für Hire. Er hat bisher nur kein Sprite-Play gehabt. Ja, aber es ist definitiv nicht mit... Also, es könnte natürlich technisch gesehen mit Runic sein. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, weil in Runic Sprite für Hire kriegst du die große... Furhaya Engine nicht untergebracht. Wobei, technisch gesehen haben wir bis jetzt nur eine Karte mehr gesehen als die normale Furhaya Engine. Ne? Wir haben Donpa und den anderen gesehen. Ja. Und normalerweise spielst du nur Donpa. Also es könnte auch sein, dass er tatsächlich Runic Sprite Furhaya spielt und halt gewaltiges Pech hatte, dass er Donpa und den anderen, die er dann in dem Fall beide One-Off spielen würde, beide auf der Bratzen hatte. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich extrem unlucky. Ja. Wiz-Main. Na, das ist nicht mit Runic. Nicht, wenn Wiz auch noch Main ist. Du boardest Wiz normalerweise nur. Wegen genau dem, was er gerade gemacht hat, falls man in Time gerät. Dann wohl einfach nur Furhaya Sprite ohne Runic. Ja, das Ding ist aber... Moment. Der hat sich doch vorher den Sprite genommen. Was hat ihn davon abgehalten, den Sprite zu specialen, bevor er in den Folgo linkt? Ich meine, er hatte ja den hier auf dem Feld, also eigentlich nix. Ja, irgendwas muss ihn ja davon abgehalten haben. Er dachte sich, er hätte sich auf. Hätte er das ja gemacht. Ja, fürs nächste Duell, oder was? Keine Ahnung. Also es gibt ja immer wieder so Menschen, die meinen sich Handtraps fürs nächste Duell aufheben. Nee, ich glaube, der hat es einfach verbockt, weil den Rex macht er nicht, weil er den machen möchte. Den Rex macht er gerade, weil er es verbockt hat. Den hätte er sich eigentlich für einen Gegnerzug aufgespart. Da würde ich was wetten. Den Blue hat er auch noch! Warte mal. Damit kann zumindest der nächste Sprite aus der Hand kommen. Aber dann hat er auf jeden Fall zu... Aber dann hat er auf jeden Fall nur entweder Monster Negate oder Spell Negate. Ne? Weil... Die müssen ja beide zum jeweiligen negierenden Furhaya abwerfen und wenn meine Mathematik jetzt gerade stimmt, kann er nur noch maximal einen Furhaya auf der Hand haben. Weil alle anderen Handkarten kennen wir. Ja. Ich glaube, also
Sag mal, das geht doch jetzt gerade hinten und vorne nicht auf, oder? Das eine ist der Jet und das andere, ja, dann landet noch einen Verhaier. Nee, Jet hat er gespecialt. Er hat Starter. Ja, Red, nicht Jet. Red hat auf der Hand. Er hat jetzt noch Starter und Red. Und was will er jetzt mit denen machen? Der hat doch Starter gesucht, oder? Der hat sich nicht Smashing gesucht, der hat sich Starter gesucht. Ja, er hat sich Starter, ja, gesucht. Starter gesucht. Und was will er jetzt mit denen? Weil der müsste ja jetzt Wiz oder Rafal weglinken, damit er weitermachen darf. Jo. Er linkt einfach beide weg, auch gut. Er linkt einfach beide weg, um in eine IP zu gehen. Natürlich, das ist auch ein valider Zug. Ja. Aha. Jetzt hat er die Sprite Negates, aber dafür sind Wiz und Rafal weg. Hat er noch einen Rex im Grave? Nö. Hä? Also der hat jetzt gerade minus zwei Negates gemacht, um dafür dann stattdessen eine IP und einen anderen Negate und einen Red hinzulegen. Also minus zwei Negates plus... Okay. Wir fangen mal mit Tuning an. I guess. Weil ich glaube, das ist gerade nicht stark genug für den taktischen Conceit an der Stelle. Nice! Das war free. Okay. Ja, das war free. Also Thrust können wir jetzt aber fast nicht machen, oder? Nee, wir werden einfach Carrot draufhauen. Ja, Moment. Also. Er zerstört leider, wenn er negiert. Wir normeln mal... Was würde passieren, wenn wir jetzt Erleichtern normalen Effekt nicht aktivieren? Dann können wir Shadows Light machen. Ja. Genau. Dann frisst das den Carrot und dann können wir danach Thrust machen. Ja, wir könnten vor allem, wenn wir den normeln, und da können wir erstmal über die IP drüber latschen oder das zumindest versuchen. Das ist eine Idee. Also normeln und nicht aktivieren. Ja. Das da unten ist ja Starter. Das daher in diesem Griff für den Rest des Zuges. The turn you activate either of the... Okay, da kann man aber nicht Shadows Light mehr machen. Außer wir bauen darauf, dass er Shadows Light negiert. Nein, wir bauen jetzt darauf, dass wenn wir versuchen in die Battleface zu gehen, dass er dann IP macht. Na gut, das ist ein Argument. Weil Unicorn wäre zwar schlecht, aber Unicorn kann er nicht machen, weil er hat keine Handkarte mehr. Dann wäre es nicht schlecht. Nein, wenn er eine Handkarte hätte, wäre das jetzt schlecht, weil wir den Leister noch auf dem Feld brauchen. Ich würde mal stark von der Apo ausgehen hier. Oder ein Griffin. Ja, der darf seinen Effekt aber nicht aktivieren, der Griffin. Warte mal! Ah, nee! Jetzt ist der... Ja, Moment mal! Jetzt ist aber der Carrot nicht mehr live. Ja, doch. Der ist nicht gelinkt. Der Carrot ist nicht gelinkt. Ist er jetzt Special Summoned oder... On the Field, ja. Ja, der Carrot darf nicht mehr. Dann darf der Carrot der nicht darf. Mehr. Der Red darf. Ja, dann Thrust. Ja. Weil darf er ja jetzt nicht mehr negieren. Ja, richtig. Der Kollege ja, Carrot genau. darf nicht... Ja, So, dann einfach jetzt Nadir zum Nerven oder nee, Talents? Das ist Talents. Das ist auf jeden Fall ein Talents-Angle. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir damit Talents hinwollen, aber es ist auf jeden Fall ein Talents-Angle. Dann mal auf die Hand damit. Ja, ja. Wir könnten zwei Karten ziehen oder wir normsen uns was. Was könnte man denn holen, wenn wir normsen? Wir könnten selber in Apo gehen, aber das ist nicht so geil. Wir können ihm ja auf jeden Fall den Griffin abnehmen. Ja. Dann können wir danach dann theoretisch in Crystal Wing gehen. Wenn wir den hier hinsetzen, hat er noch einen Effekt. Ja, alternativ könnten wir ihm auch den Folgo abnehmen. Dann können wir aber selber nichts mehr linken und haben dann selber keine Effekte mehr. Wir haben die Battleface ja noch, ne? Wir haben ja noch nicht angegriffen. Ja. Also ich mach mal Talents. Ja. Talents für Nomsen. Ja. Aber ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher, ob nicht vielleicht Draw 2 besser gewesen wäre. Wenn wir uns jetzt den Griffin nehmen, dann können wir den gegen... Da können wir den ja erstmal gegenüber von Folgo hin platzieren, dass der mal live ist. Wieso sollten wir das? Okay, das ist es. Nee, dann platzieren wir ihn unter. Dann platzieren wir ihn unter unserer Extra-Monster-Zone. Das macht mehr Sinn. Ja. So. So, dann gehen wir jetzt. Nach wie vor gerne.
umdrehen zu jeder beliebigen Zeit. So, dann gehen wir jetzt mit Alistar und dir in Ancient Fairy Dragon. Oder wir machen Shadowslash und sagen einfach, wir greifen nicht mehr an die Runde, weil dann können wir die noch weglinken nachher. Ja, aber der Angriff von dem ist ziemlich gut. Dann lassen Deswegen wir das. Deswegen würde ich jetzt Ancient Fairy machen. Okay, dann einfach Ancient Fairy. Ja. Oh ja, richtig. Wir können auch Black Rose machen. Nee, Quatsch, Black Rose können wir nicht machen. Warum nicht? Weil er noch Red Negate hat. Stimmt, der ist noch live. Okay, dann einfach. Wir könnten Black Rose machen und ihn nicht aktivieren. Ja, das. Aber dann, Ancient Fairy tut mehr. Dann haben wir halt Ancient Fairy Effekt noch, wenn wir ihn nicht aktivieren müssen oder so. Genau, dann machen wir jetzt Ancient Fairy. Aber mehr bringt das halt auch nicht. So, die Sache ist jetzt bloß. Halt! Ah ja, doch, da ist ja auch. Irgendwohin, wo er seinen Effekt hat. In Attack natürlich. Ja, aktivieren wir Ancient Fairies Effekt überhaupt? Also wir könnten ja Crystal Wing bauen jetzt, ne? Ja, dafür brauchen wir aber den Effekt vom Revolution, nicht vom Ancient Fairy. Den da brauchen wir jetzt. Ah ja, und dann würde er quasi... Und das würde er dann quasi negieren. Wir könnten auch jetzt erstmal angreifen. Ja, ich glaube, wir greifen jetzt erstmal an. Warte, der negiert, aber kann nicht zerstören, weil er keinen Rang oder Link-Zahlmanns-Attributen kann. Dann aktivieren wir ihn, damit das negiert und holen dann den Revolution zurück. Genau, so machen wir's. Okay, und was haben wir davon, wenn wir das jetzt aus... Okay, aktivieren von mir aus. Ein Crystal Wing haben wir dann. Wenn er das jetzt negiert, dann haben wir einen weiteren Revolution-Synchron auf dem Feld. Der dann Stufe 3 ist. Ja, dann können wir den dann mit weglinken mit dem Griffin. Ah ja. Dass er nicht nach dem Endphase zurückkommt. So, ist doch auch okay. Ah, stimmt, den hätten wir eh aus der... Perfekt. Jo. Und dann gehen wir jetzt einen Crystal Wing bauen. Ja. Nee, warte, Crystal Wing zu bauen macht gar keinen Sinn. Wir müssen ja den Griffin Rider weglinken. Wir müssen den Griffin ja weglinken. Wir können den weglinken, aber der kann auch gut sogar auf dem gegnerischen Feld bleiben eigentlich. Gerade noch. Jetzt gehen wir erstmal. Ja, wir greifen erst an, genau. Ja. Wir haben keine Battleface. Warum haben wir keine Battleface? Oh fuck. Okay, das wird negiert. Nevermind dann. Linken. Sorry, hätte jetzt gerade schnell gehen müssen. Der hat ja noch einen Effekt, weil er gelinkt ist. Ja, so. Dann müssen wir jetzt wohl den Turn passen. Ich wusste, dass irgendwas damit nicht angreifen mit Ancient Fairy. Ich dachte, dass wir bloß, wenn der Effekt durchkommt, nicht, dass wir komplett die Battleface negiert bekommen. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, da hatte ich den Effekt falsch im Kopf. Ansonsten das war mein Fehler. Ich hatte tatsächlich auch gedacht, dass der resolven muss. Ach ja, die kannten wir ja. Aber ist eigentlich okay. Warte, nee, wenn wir das jetzt negieren, dann negiert er das mit Red. Stimmt. Nee. Das hat er leider. Wenn es mit Red... Nee, nevermind, vergiss es. Nee, weißt du, was wir hätten machen sollen? Wir hätten einfach erst angreifen. Dann sind die beiden nämlich einfach weg. Und dann können wir jedes Play machen. Ja. Wäre 100 Mal schlauer. Deswegen habe ich ja gesagt, an dem Punkt, wo wir Ancient Fairy hatten, hätten wir dann angreifen müssen. Genau. Über Ding und Ding drüber latschen. Dann den Boy zurückholen. Ja, genau. Und dann lassen wir ihn mit... Nee, genau. Weil dann hätten wir... Dann wären wir die beiden drüber gelatscht, holen dann zurück. Und linken dann einfach den Griffin weg. Ja, und dann hat er... Boah, ist das gut. Weil dann hat er Carrot und Starter. Ja, wir müssen jetzt mal. Wir müssen mal negieren. Dann kann es doch trotzdem... den machen, aber dann ist er wenigstens mal raus. Ja, das gewinnen wir jetzt nicht mehr. Ja, das haben wir gefällt.
Wobei ich aber ehrlich gesagt nicht weiß. Also es wäre so oder so, weil er hat immer Starter unten. Das können wir nicht vermeiden. Nö, ja? aber wir haben dann halt den Dingens hier, den Crystal Ring, und er hat keinen Red mehr auf dem Feld. Dann kriegt er aber den Griffin wieder zurück. Wenn wir Crystal Ring bauen, können wir den Griffin nicht weg. Achso, stimmt. Stimmt, dann wäre es auch doof gewesen. Also es war so oder so, war es nicht cool. Aber jetzt fangen wir an, das macht es ja deutlich einfacher. Ja. Ja, die drei Thrusts raus und Talents raus. Die drei Judgments rein. Bringt Necro Valley gegen ihn was oder Zombie World? Ne, Zombie World nicht, aber Necro Valley bringt was, glaube ich, oder? Wobei nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich würde einfach ein Cosmic reintun. Nein, das ist nicht Runic. Wir waren uns darauf einig, dass es nicht Runic ist. Das ist nicht Runic. Eine Droll? Oder das eine Talents drin lassen? Das eine Talents drin lassen. Weil kann gut sein, dass er dann Handtrap spielt. Weil Sprite for Hire ohne Runic ist ein Deck. Das existiert durchaus. Ja, das gab's ja schon. Das gab's ja schon ein paar Mal. Das eine Hand. Jo. Einmal. Holy, das eine Hand. Search everything. Dann fangen wir an mit der Meltdown, weil die wird nicht negiert. Wahrscheinlich. Vielleicht. Die Meltdown muss resolven. Ich würde mit Tuning anfangen. Okay, nicht mal gezuckt. Jetzt Meltdown. Ja. Oder er hat Droll. Aber dann ist das so. Gegen Droll hätten wir so oder so verloren, no matter what. Ja. Ja, wenn er Droll hat, dann muss die jetzt aber kommen. Ja. Also das Einzige, was wir hätten machen können, um Droll rumzuspielen, wäre mit einer Dia anzufangen und dann ist unser Zug aber scheiße. Ja, das ist... Also wir setzen Judgment und sagen Pass. Jo. Und vielleicht reicht das. Kein Grund, hier fancy zu werden. Das reicht erstaunlich häufig. Einfach die Normal Summon über einen Haufen Judgmenten reicht in vielen Fällen. Jo. Judgment. Boom. So. Ja. Und wenn wir Glück haben, reicht das. Ja. Ja. Easy Clap. So, Kollege, hast du einen zweiten Roll? Weil jetzt machen wir Meltdown. Ja. Nee, jetzt hat er von oben die Ash nachgezogen. Ja. Du hast es aber auch jinxen müssen, ne? Ja, dann Pot für 6. Jo. Ja, Gott nochmal. Du hast es echt jinxen müssen, ey. Mhm. So, wir hatten uns darauf geeinigt, was wir behalten. Oder? Der. Warte. Nadir werden wir wahrscheinlich aktivieren. Das heißt, der Inns fliegt der Garura nicht. Ja. Und wir brauchen die Shadow. Und Shadow-Kombi auch. Bleibt auch drin, weil Nadir kann die enablen. Ja. Das heißt. Der kann weg. Der kann weg. Apo fliegt. Wenn wir den Boyo finden, gehen wir. Wenn wir Alistar finden, gehen wir in Ancient Fairy. Das heißt, den Magistus brauchen wir nicht. Magistus? Achso, hier die. Den Link. Ach, sag doch, ja. Artemis. Sorry. So. Ja, dann Garura tatsächlich, oder? Ja. Ja, da ist er. Easy Clap. So, Kollege, hast noch einen Wähler? Schrägstrich Imperm? Nö. Okay. Ja, dann, Part. Wolltest du nicht weit? Hm? Achso. Ja, können wir auch machen, stimmt. Wir machen eh nur noch halben Schaden, also jetzt ist voll jetzt wurscht. Ja, stimmt. Da können wir auch gleich voll gar nicht mehr angreifen. So, hallo, Kollege. Ja, genau. Genau. Sachen, Dinge kurz durch die Motions durchklickern. Jo. So, ja. Ja. Wir hätten gerne die Cartesia wieder zurück, wenn das recht ist. Dann hätten wir gerne einen neuen Fieldspell. Die 1000 Lebenspunkte bringen sogar actually ein bisschen was, wenn wir schon ganz ordentlich verloren haben. Ja.
Das hier, was man jetzt gerade gesehen hat, war übrigens der Nachteil daran, Runic nicht zu spielen. Judgment of Normal Summon beendet den Zug. Ja. Oder setzen Sie statt Judgment irgendwas anderes ein auf die Normal Summon beendet irgendwas, den Irgendwas, was halt die Normal Summon verhindert. Ja. So, immer noch nicht. Nein. Du kommst aber. Ja. Dann, wie war das jetzt? Dann jetzt Cross-Sheep, oder? Ich glaube. Cross-Sheep, dann. Und dann Invocation, ja. Dann Invocation, dann kriegen wir Dings zurück. Cartesia. Cartesia, ja. Oder Erquem. Ja, weil die dann ja wieder Cartesia holen kann. Genau, dann holen wir dem Gegner zu Krang Nujol. Jo. So, mit dir und dir. Und dann dir behalten wir für Spell Negate. Da kommt noch der Leister zurück. Ja, die Alternative wäre jetzt quasi noch, Nadir zu aktivieren, um die Shadow Engine zu in ASF ist, glaube ich, besser. Fällt mir gerade so auf. Ja. Ja, das macht mehr Sinn. Ja. Der läuft jetzt zum Glück nur für den Rest des Zuges. Ja. Also die Zählung ist eine Dogmatiker-Karte, hätte man theoretisch sich auch den Flöte die direkt holen können. Andererseits haben wir eh keinen Platz, also. Ja, dann. Ecclesia. Ich überlege gerade, ob der Discard unironisch Ecclesia ist. Ecclesia ist ja Follow-up, Alistair schützt den Mechaba. Ich meine, in vielen Fällen schmeißen wir eh beides ab, von daher. Richtig, aber ich glaube, ich habe fast lieber Ecclesia auf der Bratzen. Alistair auf der Bratzen. Ja, würde ich auch sagen. Also tschüss Ecclesia. Ja. So, dann kriegen wir. Wir hätten noch theoretisch Shadow Slide, wenn wir das wollten. Ja, für die Additional Normal Summon von Alistair, die uns nichts bringt. Genau, deswegen machen wir das nicht. Richtig. Gut, dann werden wir jetzt. Dann werden wir jetzt noch. Ah, nee, wir nehmen jetzt gleich die Cartesia wieder zurück auf die Hand. Die schmeißen wir dann im Leckerbar rein. Richtig. Endphase. Ja. Ja. Und dann Trigger Cartesia, bitte. Go! So. Kollege, gönne er sich. Diesmal kommt kein Judgment, versprochen. Für sonst eventuell ein oder die ein oder andere Karte. Ach, er hat direkt den nächsten. Nö. Crystal Wing, oder? Ich meine, er kennt unsere Handkarten, er weiß, dass wir nur Monsterkarten haben. Er hat eh schon einen Rex im Grave, also es ist wurscht, ja, Crystal Wing. Mir ging es jetzt darum, ob Rex im Grave liegen will, aber er hat. Der hat schon einen. Er hat schon einen und das Ding ist once per turn, also passt schon. Den Regulus brauchen wir, um eventuelle Evenlies zu negieren. Das heißt, den werden wir nicht aktivieren. There we go. Passt. So, jetzt wird es interessant. Er wird nämlich wieder anfangen können. Okay, also. Die Judgments fliegen natürlich wieder raus. Und die Thrusts wieder rein. So, da. Rein und raus. Die Frage ist, was passiert sonst noch? Ich hätte gerne das Evenly und das Dark Ruler. Und ich würde sagen, wir schmeißen die Shadow Trap raus. Ja, weil die bringt Zug 2 nicht so viel. Und Ich würde sagen, wir schmeißen die Epcalon raus. Oder also, die Winder. Ja, die Winder. Und schmeißen dafür die, den Kaliga rein. Es gibt sich nicht viele von beiden. Wir rausschmeißen die jeweils andere, wird useless. Ja. Und dann noch eine für das Dark Ruler. Nee, warte, wir wollen Droll haben. Wir wollen Droll haben. Dann fliegt, würde ich sagen, Ecclesia Fleur.
und ein Nadir. Weil. Da brauchen wir immer noch eine. Noch ein Nadir. Weil der eine Nadir kann theoretisch immer noch Quem suchen. Theoretisch. Also, wir werden sie in 99% der Fälle eh mit Shadows Light holen, also von daher. Ja. Dann würde ich das, glaube ich, so probieren wollen. Wir ziehen eh keine von den gesideten Karten, von daher ist es wurscht. Ja. Es war halt die Frage, welche der Go-First-Engines man für Go-Second rauswirft, ne? Discordosseum, Harddraw ist halt okay, weil wir haben Tuning und wir haben Discordosseum, das heißt, die Engine ist irgendwie live. Aber wir haben halt keine Handtrap. Aber die Hand ist gut. Die Hand ist gut, aber mit einer Handtrap wäre sie besser. Jetzt. Immer diese Negativität. Naja. Wir haben Thrust und Talents, das spielt durch echt viel durch. Aber wenn wir gerade eh nicht interagieren und nur zugucken können, kann ich eine kleine Anekdote erzählen in der Zeit. Und zwar wurden Leute überall in Europa gefragt, welches Land die am wenigsten attraktiven Leute hat. Russland sagte Belarus. Belarus sagte ebenfalls Belarus. England sagte Belgien. Der ganze Rest von den EU-Ländern sagte einheitlich England. Abgesehen von Griechenland, die sagten Osmanisches Reich. Nicht Türkei, Osmanisches Reich. Und Türkei sagte Türkei. Mhm. Scheint so, als hätten einige Länder Minderwertigkeitskomplexe. Ja. Das ist ein Sprite. Und Griechenland hängt wohl noch in der Vergangenheit fest. Ja, oder es geht einfach ums Prinzip. Kann auch sein. So, was hat er sich jetzt gerade geangelt? Oder resolvt er das gerade noch? Den hat er sich geholt. Nee, ja, so, das, ja. Ah, okay. Ja, Philo. Ja, Philo, okay. Den kann er ja jetzt aus der Hand specialen. Oder? Ich glaube, die Special Summon von Beat hat er noch offen. Wir werden es gleich sehen. Na, oder die Karte. Oder er hat einfach Mayhem, okay. Ja. Mayhem? Donpa? Ist Donpa noch live? Mayhem jetzt schon zu aktivieren ist aber auch prima, dann hat er das Ding nicht mehr in unserem Zug. Okay, da geht jetzt. Ah ja, klar, Donpa ist eine Stufe 2. Ja. Das ist ein Starter. Warum holt er sich nicht Smasher? Das habe ich mich schon vorher gefragt. Außer er will noch an Blue und Red rankommen. Das kann natürlich in dem Fall jetzt sein. Das heißt, wir nehmen mal an, dass er nicht Blue auf der Hand hat. Was wissen wir denn jetzt überhaupt noch von seiner Hand? Wir wissen Starter. Und wir wissen Philo. Genau, Starter und Philo kennen wir. Okay. Ich glaube, die dritte kennen wir nicht. Nein. Glaube ich auch. Okay, 500 Life Points für dich, passt. Okay, da ist der Starter. Ja, den hat er. Jo. Das ist der Blue. Oder die... Das Carrot. Achso, klar, Red kommt gleich durch Gigantic, ja. Warte mal. Ja, Alter! Ja, das ist der Gigantic. Ja, aber mir fällt gerade... Ah, nee, Quatsch, er wäre so oder so im Nibiru gestorben. Wenn wir den jetzt haben. Ja. Ob er Red oder Carrot holt. An Nibiru stirbt er so oder so. Ja, weil der vorher live war schon. Nee, ich meine, wir hätten ja dann, wenn er jetzt Red gehabt hätte, dann hätte er jetzt Red specialen können. Also, aus der Hand, wenn er sich den gesucht hätte, und dann hätten wir einfach trotzdem Nibiru. Was will er machen? Ja, sag ich ja, der war ja bereits live, der Nibiru. Ja. Okay. Red Carrot. Wiz ist live, das wissen wir, weil er eben Philo auf der Hand hat. Und die letzte Handkarte wissen wir nicht. Naja, okay, er hat auch noch einen Rafal. Ja. Den damit ist Wiz er auf jeden. Wieder auf die Hand zurückgenommen hat und nicht gespecialt hat, weil er das nicht durfte, weil er Gigantic bereits aktiviert hatte. Richtig, aber damit ist Wiz auf jeden Fall live jetzt. Ich würde mal raten, dass er das vergessen hat und den eigentlich specialen wollte, den Rafale. Hi, du kommst früh. Hi, Arschloch. Ja, Tuning. Oder nein, oder das Kolosseum.
Weil es unwahrscheinlich ist, es live zu kriegen, aber es Nee, ist, Tuning. Kriegen wir schon live, so ist es nicht. Ja, Tuning ist besser. So, schmeißen wir dann den Thrust oder den das Tactics in den Carrot, ist die Frage. Nee, jetzt probieren wir erstmal das Kolosseum. Können wir auch machen. Weiß er ja nicht, dass wir das Ding in 100 kalte Winter nicht live kriegen. Und mir fällt gerade auf, wir hätten doch mit Discolosseum proben müssen, weil... Easy clap. Weil, wenn er mit... Ja, zieh eine Karte. Nein, ja, das wird schon bitte nicht. Nee. Weil, wenn er suchen. Mit... was wollte ich jetzt sagen? Genau. Wenn er Tuning negiert, dann kriegen wir Discolosseum nicht live. Deswegen hätten wir mit Discolosseum eigentlich erstmal gucken müssen. Richtig, vor allem mit Tuning negieren kann er gerade schon ahnen, dass wir Colosseum nicht live haben. Okay, dann ist einfach Thrust für Evenly, oder? Das ist das stupideste, aber stumpfes Trumpf. Ja, ne? Und danach haben wir dann immer noch Talents. Ja. Manchmal ist... Ich habe jetzt gerade kompliziert überlegt mit Karten ziehen und so weiter, aber nein, eigentlich ist es Stumpftrumpf. Jo. So, auf die Hand bitte. Ja. Battleface, boom. Nächste Joel kommt. Das wäre hilarious. Ja, wir wissen... Was hat er in Wiss reingeworfen? Den Philo oder den Rafal? Den Rafal. Okay, das heißt, wir wissen Philo. Ja. Philo ist übrigens Follower. Ja. For the record. Ja, aber können wir jetzt nicht... Also, doch, können wir verhindern. Wir haben Talents. Theoretisch. Ja. Talents benutzen wir eventuell, um zu gucken, aber ich glaube fast nicht. So, mein Phase 2. Mhm. Ja, aber ich würde halt nicht sagen, können wir nicht verhindern, weil wir können es verhindern. Ja. Hui. Ja. Mhm. Gut, dass wir uns auch über die Verdeckte unterhalten haben an der Stelle. So. Ich würde sagen, wir normeln jetzt erstmal Aleister und gucken, ob der zufälligerweise resolved. Können wir auch mit anfangen, ja. Ja, eigentlich sollte man damit anfangen, weil damit fangen wir an, was wir mit Talents machen. Unsere Entscheidung bezüglich Talents hängt davon ab, ob... Danke. Also, wir könnten jetzt zwei Sachen machen, meiner Meinung nach. Also, Meckerbar Angriff geht leider nicht, weil wir sind schon in der Mainphase, aber... Außerdem haben wir, glaube ich, kein Lichtmonster zur Hand. Ja, wir haben ja immer die Artemis als Möglichkeit. Okay, ja. Also... Ich sehe zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir nehmen uns den Folgo und fusionieren dann mit Folgo und Aleister in Caliga. Oder wir nehmen ihn uns, bauen Artemis und fusionieren dann in Dingens hier. In was? Meckerbar. Das geht nicht. Folgo ist weder Aleister noch ein Lichtmonster. Ja, wir können einfach Artemis herlinken, ihn uns dann nehmen und dann fusionieren mit aus dem Friedhof und dem auf dem Feld. Nein, pass raus. Der und Artemis dann wieder weglinken und dann bauen wir mit Artemis um. Wir dürfen mit Folgo nicht linken. Der darf nicht als Linkmaterial benutzt werden. Ach so, ist ja doof. Ja gut, okay, dann wahrscheinlich Caliga tatsächlich. Weil das blockt auch seinen Follow-Up-Play so ein bisschen. Oder wir ziehen mit Talents zwei Karten, das geht auch. Wir können den mit Augiode sprengen. Den können wir mit Augiode sprengen, oder? Aber dann haben wir halt gar nichts mehr. Ja doch, die zwei gezogenen Karten. Ja, das ist aber High Roll. Ich bin fürs Caliga-Play, ganz ehrlich. Okay, dann machen wir das. Dann schieben wir aber tatsächlich die Lichttusse dazwischen, nur dass wir die schon mal haben. Ja. Das ist ja legitim. Genau. So, Caliga. Mhm. Mit dir und dir. Mhm. Ganz vergessen, wir können ja auch gegnerische Monster benutzen. Das ist so, war ja so ein bisschen das Gimmick von der Karte. Aber ja. Was konnte die eigentlich? Die konnte nichts, ne? Die war nur Licht. Ja. Und Go. Ja, die war rein Magister-Support.
Und ihr sagt, dass er nur einen Monster-Effekt aktivieren darf, ne? Genau. Genau. Attempt sogar bloß. Er darf nur Attempt. Ja. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt Folgo wegfusioniert haben und er gebanished ist, darf er ihn nicht mit Rex wiederholen. Wenn er überhaupt noch einen Rex im Grave hat, was ich gerade gar nicht weiß. Er kann jetzt halt nicht... There we go. Er kann jetzt halt nicht Philo Effekt Special was aus der Hand Trigger Philo Special was aus dem Grave machen, weil... Ne? Nach dem ersten... Und da er den Rafal wegge... Wenn er Rafal nicht weggeworfen hätte, dann hätte er jetzt normal Philo... Ne, Quatsch, dann hätte er Philo wegwerfen müssen. Ich bin ja bescheuert. Wenn er jetzt noch was anderes gehabt hätte, dann hätte er normal irgendwas Effekt Special Rafal Large über den Kaliga. Und dann mal Link in den Link 2 für Hire. Tribute den weg, hol Beat und noch was, Party Hard, alles. Aber dafür hätte er halt noch den Rafal auf der Hand gebraucht, den er nicht hatte. Na dann, Deckbewertung. Ja. Das hat mich jetzt nur gerade drauf gebracht, wenn er den Rafal nicht abgeworfen hätte, dann hätten wir ein massives Problem gehabt, wie wir das ausspielen. Ich überlege jetzt so gerade, weil wir waren jetzt ja ein bisschen unter Zeitdruck, hätte es irgendeine elegantere Methode gegeben, das zu lösen. Ja, wenn der Rafal noch hätte, hätte er noch ein Problem gehabt. Aber der hatte ja jetzt nur noch Red Negate. Unter der Annahme, dass die Verdeckte nichts war. Ja. Von daher hätten wir uns mit Thrust ja auch theoretisch einen Extender suchen können. Tuning zum Beispiel. Na? Das hätte man machen können, ja. Ich überlege jetzt halt nur gerade. Oder Nadia. Hätten wir. Nee, doch. Nee, hätten wir nicht. Hätten wir nicht, weil die hätte nur Quem gesucht. Ja, also. Nee, das wäre nicht gut gewesen, weil der Aleister-Effekt wäre in Red reingelaufen. Warte mal, wir hätten. Können wir uns nochmal das Replay anschauen? Jo, klar, bis gleich. Ja. Okay, beziehungsweise also. Wir können Tuning, Discolosseum, ja. Also, theoretisch hätten wir erst Discolosseum, dann Tuning, aber das Ergebnis ja. Wäre ja das gleiche gewesen. Er benutzt beide Negates. Genau, machen wir mal noch so weit. Okay, so, ja, er zieht eine Karte, die ist uns egal. So. Ja. Wenn wir jetzt an der Stelle. Talents aktivieren und Red übernehmen. Also, die oberste Karte im Deck wäre. Na, sieht man nicht, was es wäre. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Darum geht's nicht. Wenn wir jetzt an der Stelle Talents aktivieren, um den Boy zu übernehmen. So. Dann Normal Aleister. Search Invocation. Thrust für... Thrust für Shadow Slide geht halt leider nicht, weil wir dann keine Battleface mehr haben. Dann sprengen wir ihm das Feld nicht mehr. Also sagen wir Thrust für... Wie weit kommen wir mit Thrust für Tuning? Nicht weit genug, ne? Thrust für Tuning? Dann kommen wir in Crystal Wing. Dann kommen wir bis zu Crystal Wing, der nicht angreifen kann. Nee, Quatsch, er kann nicht. Doch, der kann ja angreifen. Wir haben ja dann ja keinen... Dingens benutzen. Dann kann der angreifen. Und cool. Das war's dann. Dann hat er halt immer noch die beiden Hugos hier liegen. Ja, und ein Mechaber haben wir dann auch. Wir haben Invocation auf der Hand. Ja, okay, also dann greifen wir. Was greifen wir dann? Wir greifen dann Folgo und Red an. Damit die beiden raus sind. Nee, warte mal, wir haben dann voll keinen.
Wir haben dann immer noch. Doch, wir haben Light. Oder er hat doch einen Rafale im Grave. Der ist doch Licht. Oder? Rafale ist Licht, ja. Passt, okay. Also. Wir haben dann Crystal Wing. Dann haben wir Mechaba. Und seinen Stufe 2 Boyo. Dann können wir den Stufe 2 Boyo theoretisch in Attack drehen und einfach crashen, oder? Hm. Was hatten wir jetzt noch im Grave? Nichts, ne? Nee, das sind nur die beiden. Wird... Wie genau liest sich Rev-Synchron? Wenn du das entsprechende Monster auf dem Feld hast, kannst du ihn als Stufe 1 vom Friedhof zurückholen. Oder welchen Effekt meinst du? Genau den. Ja, ich glaube, wenn du eine Stufe 7 Drache... Dann kommt er zurück und dann? Wird er Stufe 1. Aber du musst da nicht synchronisieren. Ich glaube nicht. Ich müsste dann halt nachgucken, wenn wir gleich im Deckbau-Editor sind. Ich kann jetzt hier nicht gucken. Nee, da kommen wir nicht ganz in der Apollosa geclimbt. Also kommen wir schon, aber davon haben wir nichts. Boah. Nee, ich sehe jetzt auf Anhieb keine Möglichkeit, wie wir es viel eleganter hätten lösen können, als wir es gelöst haben. Also wir hätten natürlich mit Talents ziehen können und einfach hoffen können, dass wir was Cooles treffen. Na? Aber das hätte halt auch schief gehen können und dann hat er im schlimmsten Fall den Folgo noch. Also die einzige Alternative wäre halt gewesen, mit Talents 2 zu ziehen und dann mit Invocation einfach Mechaba zu bauen. Dass wir dann quasi mit Mechaba Droll und zwei Handkarten und den zwei random gezogenen Karten von Talents beenden. Oder wir gucken in seine Hand rein und nehmen ihm was weg. Zum Beispiel ein Follow-up-Play. Ja, und dann haben wir halt... In dem Fall hätten wir dann Mechaba, Droll und er eine Handkarte weniger und er hat Folgo. Und wir haben natürlich Alistair in der Hand. Ja. Ja, schwierig. Schwierig. Egal. Deckbewertung. So, das war das ursprüngliche Deck. Und das hier haben wir draus gemacht. Ja, wie bereits in den Kommentaren gesagt wurde, die Engine selbst ist sehr standardisiert inzwischen. Entscheidend ist die Non-Engine. Ja. Das Problem ist die Engine gut genug? Meiner Meinung nach nein. Haben wir es am Mittwoch angedeutet. Und zwar ist das Ding, meiner Meinung nach, dass du erstens zu viele Engine Requirements spielst. Ne? Wenn man hier durch die Karten durchgeht, die man nicht unbedingt ziehen möchte. Das sind Regulus, Fleur, Cartesia, Ecclesia, Quem, die Shadow Trap und das Kolosseum. Das sind 7 Karten, die man entweder gar nicht ziehen will oder, wenn man sie zieht, sie halt einfach in minus 1 sind, weil man sie sich in der Combo eh gesucht hätte. Ne? So wie halt, wenn man bei Dragon Link den Field Spell zieht. Ne? Das ist halt auch, es ist kein Beinbruch, aber es ist halt quasi ein minus 1, weil du hättest ihn for free in der Combo gekriegt.
Das hat sich jetzt natürlich hier in der Version nicht geändert, aus offensichtlichen Gründen. Mich stört nur halt grundsätzlich, dass einfach gefühlt für die Menge an Investment kommt halt ein cooles First-Turn-Board rum. Und der Second-Turn, weil Thrust, ist jetzt okay. Aber das liegt mehr an Thrust als an allem anderen. Thrust ist halt fucking broken. Und daran, dass unser letzter Gegner jetzt gerade einfach wild Knöpfe geklickt hat, wenn er einfach mal ein blöd bisschen Stuff hätte resolven lassen, wäre man nicht so weit gekommen. Und meiner Meinung nach hat dieses Deck einfach keinen Existenzgrund mehr, weil es ist ein Combo-Deck mit vielen Karten, die du nicht ziehen willst, das ein gutes Board hinlegt und so 10 Non-Engine-Karten spielt und unter den Voraussetzungen, so dappert das jetzt klingt, kannst du auch einfach Ricker spielen. Das macht grob das Gleiche, es legt nur ein besseres Board. Aber es ist auch ein First-Turn-Combo-Deck, was so nicht Second gehen kann, wenn es nicht die richtige Non-Engine zieht. Genauso wie bei dem Deck. Also ja. Und man hat halt gesehen, das Deck hat null Grindgame. Wenn dem Board was passiert, ist vorbei. Du stehst nicht wieder auf, du hast nichts. Nee, du hast genau diese eine Kombi. Du hast im zweiten Zug hast du den zweiten Normal Summon Aleister, der dann in den zweiten Mechaba oder in den Augeodes gehen kann, je nachdem, was von den beiden du im Extra-Deck drin gelassen hast. Einen der beiden ballerst du normalerweise raus mit dem Pot. Ja. Und das war's. Ende. Selbst wenn du Pot nicht machst, ist dann Ende. Weil der ganze Rest dann halt im Extra-Deck verschimmelt. Also das First-Turn-Board muss stehen bleiben. Auch etwas, was quasi für Ricker gilt, aber Ricker hat ein bisschen besseren Second Turn. Weil du kannst im zweiten Zug kannst du immer noch mal in der Endphase das Petal wieder hochholen, kannst noch mal Glamour machen, noch mal ein Monster vom Gegner wegtributen und hast dann halt noch irgendwie je nach First Turn Board entweder noch den OTK im Extra Deck oder die Stufe 8 Pflanze. Also, du kannst halt aus einem geklärten Board, wenn der Gegner danach dann nichts hat, weil er seine ganze Hand gebraucht hat, um dein Board zu clearen, kannst du dann im zweiten Zug wenigstens umbringen. Damit hat dieses Deck Probleme. Also, wenn der Gegner alle 6 Handkarten benutzt, um dein komplettes Board zu clearen, was ja durchaus realistisch ist, dann kommt vielleicht doch von dir ein Auge, Jodes, das war's. Dann muss aber auch Geodes Beatdown reichen. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt das, was mich bei dem Deck so ein bisschen stört. Du baust halt wirklich darauf, dass dein Gegner dein First-Turn-Board sieht und sagt, okay, passt, Game 2. Ja, aber abgesehen davon, es ist ziemlich gut darin, dass der Gegner einfach sagt, okay, passt, Game 2. Das macht's echt gut. Und von daher ist es jetzt kein komplett schlechtes Deck. Es ist einfach nur nicht gut genug. Es ist einfach nur halt, ja, nicht gut genug. Und es hat nichts, was es jetzt besonders macht. Es ist halt nicht wie meiner Meinung nach, es ist halt nicht wie andere T2-Decks oder so wie zum Beispiel, keine Ahnung, Mikanko, die auf einem komplett anderen Engel funktionieren, aber halt trotzdem objektiv einfach nicht ganz gut genug sind, sondern es macht genau das, was zig andere Decks auch wollen, nur ein ganz bisschen schlechter. Hat damit für mich keine Daseinsberechtigung. Und das ist halt so ein Problem des Themas, was du mit Deckbau nicht fixen kannst. Ja, nee. Grindgame in das Deck
kriegst du nicht rein, weil wenn du Grindgame reinbaust, dann hast du, dann ist der First Hurt schlechter. Ja. Und das ist ja eigentlich die Stärke des, also die Anführungszeichen Stärke des Decks, dieses First Turn Board. Genau. Also Grindgame kriegst du zum Beispiel rein, indem du reines Branded Invoked spielst, aber dann ist dein First Turn Board halt im schlimmsten Fall sowas wie Mechaba plus Mirror Jade. Und das ist halt, das ist halt nicht scary. Dann hast du zwar Follow-up, aber dein First Turn Board fliegt halt einfach und im schlimmsten Fall stirbst dann noch. Insofern, ja, ist halt schwierig, mehr als 11 Punkte zu geben. Es kann was reißen, klar, aber es ist nicht konsistent genug, das zu machen, eben weil dieses First-Turn-Board das Einzige ist, was es kann. Ja, und du kannst halt so dermaßen fürchterlich bricken, dass du dich danach erschießen gehen willst. Insofern, ja. 11 Punkte hierfür und jetzt wird sich nächste Woche wieder bei Meta-Matches. Bis dahin. Ciao.